Hallo liebe Nachwuchskicker, herzlich willkommen beim zweiten Teil bei dem Torschuss. Hier mein Co-Trainer Mo, wir zeigen euch heute ein paar Übungen zum Thema Torschuss und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Torschuss, wenn alles normal läuft bei euch, Lieblingstraining. Jeder Fußballer schießt gerne aufs Tor, so fangen wir an zu spielen. Worauf wir achten wollen, ist vor allem die Genauigkeit. Man sieht ganz häufig, selbst im Spitzenbereich, dass Spieler ihre Abschlüsse zu hastig machen, oftmals auch mit Vollspann abschließen, obwohl sie in einer Tornähe sind, wo man mit einem platzierten Seitenspannstoß eigentlich besser beraten ist. Und das Schöne daran ist, man braucht gar keinen Keeper, wenn man auf Genauigkeit achtet. Suchen wir uns immer diese Seittaschen aus, ja? Da wollen wir reintreffen. Es geht nicht darum, einfach nur das Tor zu treffen. Im Spiel natürlich schon, aber hier im Training fokussieren wir uns wirklich so auf diese Seitentaschen. Also wir gehen mit Vollgas ran an die Sache, starten direkt mit den ersten Übungen. Wir beginnen immer mit dem starken Fuß, wir trainieren aber grundsätzlich beide Füße. Lucky stellt sich hier gegenüber, wo die Bälle sind, spielt mir einmal den Ball rüber und dann kriegt er den Ball, nimmt den mit und einfach nur platziert in die Seitentasche. Ja? Das vom Ablauf her, es geht erstmal darum, Präzision. Ja? Ganz einfach, ihr seht, selbst Lucky als Vollprofi mit einem top-linken Fuß gelingt es nicht immer ohne Gegnerdruck, aber das ist genau der Ball, den wir haben wollen. Ja? Und da geht erstmal die Genauigkeit vor der Geschwindigkeit. Je sicherer ihr werdet, ihr seht, Lucky hat zwei Versuche gebraucht, ja, ist ganz normal. Je sicherer ihr werdet, jetzt hat er drei in Folge getroffen und jetzt geht es darum, auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzukriegen. Dadurch simulieren wir ein bisschen den Gegnerdruck, denn ihr wisst, im Spiel müsst ihr schnell entscheiden. Den Turbo habt ihr, ihr seid alle schnell, aber im Kopf müsst ihr genauso schnell unterwegs sein. Wenn ihr mal alleine seid und es bietet sich an, das Ganze mit einer Bande zu machen, okay, dann spiele ich den Ball einfach rüber und dann habe ich Hunderte von Möglichkeiten, wie ich das mache, okay? Ich kann den Ball seitlich an mir vorbeilaufen lassen und abschließen, ja? Oder ich kann auch mal, wenn ich eine Bande habe, den Ball gegen die Bande spielen und den Ball so direkt abschließen, ja? Wenn ihr mal keinen Partner habt, lasst euch da was einfallen. Hier sind natürlich perfekte Bedingungen, okay? Jetzt machen wir das Ganze etwas anders aus der Bewegung, mit einer Drehung drin. Lucky, ich spieße mir den Ball zu. Ich spiele den Ball rechts oder links an ihm vorbei. Er muss sich drehen und direkt wieder in die Seitentasche spielen. Wieder Genauigkeit first. Und hier, wenn ich einen Anspieler habe, kann ich natürlich das Ganze variieren und selbst entscheiden, rechts oder links. Ihr seht, rechter Fuß. Ja. So. Ball vorbeilaufen lassen und dann einfach auf Genauigkeit in diese Seitentaschen. Bob, ja? Also der Unterschied ist einfach in dieser Übung, dass ihr einen Kontakt abschließt. Ja? Oftmals habe ich im Spiel gar nicht so viel Zeit, dass ich mir den Ball selbst zurechtlegen kann. Die erste Übung war mit einem ersten Kontakt. Ich lege mir den Ball hin und schließe ab, das ist mehr kontrolliert. Und dann, wenn ich eine Drehung dabei habe, wenn ich direkt abschließe, dann wird die Übung komplexer. Aber wie gesagt, der Fokus liegt immer auf der Genauigkeit. Und ihr seht auch, der Lucky hat jetzt nicht blind draufgeschossen, okay, sondern er hat das Ganze platziert gemacht mit seinem Innenspann, mit der Innenseite. Ja, und das andere, die Vollspanntechnik, die kommt dann zugute, wenn wir ein bisschen weiter vom Tor weg sind und mehr Power in den Schuss kriegen müssen. Das trainieren wir jetzt als allerletztes auch noch. Ja, dafür ist es immer ganz gut, wenn der Ball aus einer tieferen Position gespielt wird. Ja, wir wollen hier auch mit einem Kontrollkontakt arbeiten. Lucky positioniert sich weit weg. Wenn ihr einen Anspieler habt, dann spielt ihr den Ball scharf. Ein enger erster Kontakt und dann mit dem Spann schön durch den Ball. Lucky macht das hervorragend.
Ja, er legt sich den Ball zurecht und er geht, zieht wirklich mit dem Spann durch den Ball. Ja, achten darauf bei der Schusstechnik. Ja, immer versuchen, das Schussbein schön nach hinten zu ziehen. So generiere ich mehr Power und dann schön durch den Ball durchzuziehen, durchzuschwingen, um den Ball auch kontrollieren zu können. Jetzt schauen wir noch, ob der Lucky auch immer genug seinen rechten Fuß trainiert hat und legen los. So. Ja. Schon anders. Machen wir noch direkt ein. So. Schuss. Jawohl. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie uns. Es gibt nichts Schöneres als Fußball zu spielen und im Fußballspiel gibt es nichts Schöneres als Tore zu schießen und aufs Tor zu schießen. Und ich finde, Lucky hat das super vorgemacht. Nehmt euch ein gutes Beispiel an ihm, trainiert es fleißig und dann wird es immer, immer besser. Und wenn Lucky habt, den guten Lehrer an der Seite. Ja, ich hoffe, ich habe euch geholfen und ja, viel Spaß bei den Übungen und auch viel Spaß beim nächsten Clip beim Kopfball. Ciao, ciao. Ciao.